So, jetzt liegt die Provokation auf dem Tisch. Oder sie steht im Raum. Und ich freue mich sehr auf das jetzt folgende Gespräch, in dem wir diesen Thesen zu Leibe rücken werden und sehen, wie gut sie der Kritik standhalten. Ich möchte dazu unsere Podiumsteilnehmer nach vorne bitten. Zum einen Professor Armin Krishnan und zum anderen Professor Daniel Startmann. Bitte sehr, kommen Sie nach vorne. Ich stelle die beiden kurz vor, direkt neben mir Daniel Startmann. Nein, Entschuldigung, direkt neben mir Professor Armin Krishnan, sorry. Er war bis vor kurzem Gastdozent an der University of Texas in El Paso, ist jetzt nach North Carolina gewechselt, unterrichtet Außen- und Sicherheitspolitik und ist Autor von 3 Büchern, die neue Formen gegenwärtiger Kriegsführung untersuchen. Unter anderem befasst er sich mit gezielten Tötungen und Drohnenkriegen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror, ist also genau prädestiniert für unser Thema. Herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite des Podiums Professor Daniel Startmann vom Department of Philosophy an der Universität Haifa. Seine Spezialgebiete sind Ethik, Rechtsphilosophie und jüdische Philosophie. Auch er hat zahlreiche Aufsätze und Bücher zu Krieg und Ethik veröffentlicht und ist unter anderem Mitglied des Ausschusses, der die ethischen Verhaltensrichtlinien für die israelische Armee ausarbeitet. Und auch das war ein Grund, ihn einzuladen, entgegen landläufiger Vorurteile, kenne ich nämlich kaum eine andere Gesellschaft, die sich so intensiv mit Fragen von militärischer Ethik auseinandersetzt wie die israelische. Und das ist vielleicht besonders bemerkenswert in einem Land, das seine Existenz seiner Verteidigungsfähigkeit verdankte und vielleicht immer noch verdankt. Herzlich willkommen in Berlin. Ich würde jetzt gerne unmittelbar in die Diskussion einsteigen, also auf lange einführende Statements verzichten, weil ich denke, dass Professor Münkler hier genügend Stoff für die Debatte geliefert hat, vor allem mit der provozierenden These, dass Drohnen und automatisierte Fernwaffen im Wesentlichen die Waffen postheroischer Gesellschaften sind, weil sie die eigene Verwundbarkeit reduzieren, die eigenen Verluste minimieren und den potenziellen Angreifer möglichst auf Distanz halten. Insofern im Grunde Ausdruck sind einer gesellschaftlichen Mentalität, die ganz generell auf Risikovermeidung gerichtet ist. Das könnte man in einen breiteren Kontext noch einbetten. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann beschreiben Sie das nicht nur als eine Form, in der sich, sagen diese Gesellschaften, in denen das patriotische Opfer oder das Opfer für Klasse und sonstige politische Religion nicht mehr hoch im Kurs steht, sondern im Grunde zurückgehend auf Hegel, stellen Sie zumindest die Frage, ob diese modernen Waffensysteme nicht doch auch ein ethischer Fortschritt sind, weil sie
eine Abkehr darstellen von den Massenkriegen der Vergangenheit und zu einer sehr viel präziseren, wenn Sie wollen, chirurgischen Form von Kriegführung sagen, übergehen. Und dazu würde ich jetzt mal gerne die Kommentare unserer anderen beiden Diskutanten hören. Wollen Sie beginnen? So, I think it's very important to consider. Ja, es ist ganz wichtig, den strategischen Kontext des Krieges mit zu berücksichtigen, bevor wir die Geräte und Instrumente des Krieges diskutieren. Was sind also unsere Ziele mit einem Krieg? Was wollen wir erreichen mit einem Krieg, indem wir auf individuelle Individuen abziehen, die Zielen, die angeblich ein Risiko für unsere Gesellschaften darstellen? Ja, und dann gibt es natürlich auch die Frage, ob es ethisch möglich ist, tödliche Waffen einzusetzen, um diese Ziele zu erreichen. Ich denke, dass die zukünftigen Kriege keine Hightech, hochintensiven Kriege sein werden, wo wir hoch ausgeklügelte und intelligente autonome Waffen brauchen, um diese sehr ausgeklügelten Verteidigungssysteme zu brechen. Ich denke, dass die zukünftigen Kriege Schattenkriege sein werden. Sie werden heimlich durchgeführt und sie werden vorwiegend von Geheimdiensten durchgeführt, von Sondereinsatzkräften, manchmal auch unter Einsatz von Drohnen. Wir kämpfen nicht gegen andere heroische Gesellschaften, wir kämpfen gegen besondere Elemente in diesen Gesellschaften, die wir für problematisch erachten oder als Bedrohung ansehen. Das ist, denke ich, der sich verändernde Kontext. Zudem meine ich, dass wir uns einer Zukunft entgegensehen, wo wir unsere Kämpfer individuell angreifen können. Es gibt eine klare Trennung zwischen Kämpfern. Es gibt keine klare Trennung zwischen Kämpfern und Zivilisten mehr. Können wir immer nachweisen, dass bestimmte Leute Kämpfer sind, dass sie also sozusagen getötet werden dürfen? Und die andere Unterscheidung, die sich auflöst immer mehr, ist die Unterscheidung zwischen externer und interner Sicherheit. Manchmal finden wir unsere Feinde in unserer eigenen Gesellschaft. Und dann entscheiden wir uns vielleicht dafür, dass wir auf diese Leute genauso abzielen wie auf die Leute in Afghanistan, Pakistan oder in anderen Teilen der Welt. Das heißt, wir müssen ganz vorsichtig sein, welchen Weg wir hier beschreiten. Oder would you want to continue? No. Wollten Sie fortfahren? Nein. Würde ich gerne Herrn Stadtmann bitten, die Diskussion fortzuführen. Ich meine, wir reden hier über nicht nur Techniken, sondern auch über Praktiken, die in Israel ja nicht nur hypothetisch sind, sondern die schon konkret angewendet werden, zum Beispiel gezielte Tötungen mithilfe von Drohnen oder von Lenkwaffen. Aber ich würde Sie bitten, diese seine Politik oder diese Haltung gegenüber diesen Waffensystemen in den größeren Kontext noch mal einzubetten, den wir hier diskutieren. Ja, ich brauche das jetzt nicht, das Gerät. Zunächst einmal in Bezug auf Hegel. Hegel ist ja immer interessant und ermutigt uns, über den Zeitgeist nachzudenken. Aber es ist immer ein bisschen spekulativ, wenn man ihn zitiert. Und es ist nie klar, wie das Bild genau aussieht. Ihre Analyse ist wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Es war nicht klar. Und vielleicht war das die Anfangsfrage, ob Sie versuchen zu sagen, dass, weil es der Zeitgeist ist, diese antiheroischen Gesellschaften, ist es unausweichlich so, dass das die Situation ist, in der wir sind. Ich weiß nicht, ob Sie in diese Richtung gezeigt haben. Wenn
Ja, dann ist das, glaube ich, falsch. Wir müssen das diskutieren. Wir haben die Angst, Gesellschaften zu schaffen und Standards zu schaffen. Das soweit zu Hegel. Dann, was Drohnen und gezieltes Töten angeht. Ich denke, hier ist schon einiges ganz klar vorhin gesagt worden. Wir sollten diese Themen wirklich trennen. Das Thema neue Technologien, ob es irgendetwas inhärent Problematisches gibt und das Thema gezieltes Töten. Ganz kurz etwas dazu, warum diese Trennung so wichtig ist. Gezielte Tötungen wurden durchgeführt von Israel und anderen Staaten, und zwar schon lange, bevor es überhaupt Drohnen gab. Bin Laden wurde getötet von Low-Tech-Leuten, die ihn einfach gejagt haben, nicht mit Drohnen und so weiter. Das heißt, man kann auch ohne Drohnen gezielt töten. Die Frage ist also, ist das legitim oder nicht, egal, ob es diese neuen Technologien gibt oder nicht. Zweitens, es gibt Argumente gegen diese neuen Technologien. Die haben nichts mit gezielten Tötungen zu tun. Da gab es ein Argument, das vorhin hier aufgeworfen wurde. Es wurde gesagt, dass es gegen die Menschenwürde geht. Wenn man jemanden tötet mit einer Maschine, ist das gegen die Menschenwürde. Wenn man dieses Argument akzeptiert, was ich nicht tue, dann nimmt dieses Argument an, dass die Tötung durch Maschinen moralisch falsch ist. Egal, ob das im Kontext von gezielten Tötungen abläuft oder in einem ganz normalen, traditionellen Krieg. Soldaten gegen Soldaten, Panzer gegen Panzer. Also anstelle von Menschen, die Gewehre benutzen, hat man jetzt eine Maschine. Also da muss man dann wirklich sagen, da läuft etwas schief. Das heißt, das Argument für und wider diese neuen Technologien darf nicht reduziert werden auf den Kontext des gezielten Tötens und andersherum. Ich rede gerne über gezielte Tötungen, wenn Sie wollen, wenn ich das darf, in der nächsten Runde. Gut. Dann müssen wir darüber sprechen, wie weit, und das ist ja schon aufgeworfen worden als Frage, wie weit die Unterscheidung zwischen Terroristen und Kombattanten durchzuhalten ist in asymmetrischen Konflikten. Das war ja Ihre These. Ich würde aber gerne nochmal zurück zu dem vielleicht größeren Szenario, das schon am Anfang der Konferenz aufgetaucht ist. Die Kritik, Herr Münkler, an dieser Form von Hightech-Kriegführung, an automatisierten Tötungssystemen, war jedenfalls, wie sie bisher artikuliert wurde, glaube ich, nicht nostalgisch. Also die wurde nicht in diesem Gestus geführt, das ist feige, also Augstein bei Bespohn, sondern die Kritik hatte eine etwas andere Qualität. Sie war gleichzeitig, ich würde sagen, ethisch fundamentaler und politischer. Ethisch fundamentaler in dem Sinne, es gibt einen Schauder vor der Automatisierung des Krieges mit den ganzen Risiken, die darin liegen, von Verselbstständigung, Kontrollverlust. Senkung der Hemmschwelle für den Einsatz militärischer Gewalt ist ein zentraler Kritikpunkt, aber vor allem etwas, was wir vielleicht die Informalisierung des Krieges nennen können, die Verwischung der Grenze zwischen Krieg und Nichtkrieg, zwischen Militär und Polizei, zwischen Militär und Geheimdiensten, Kriege ohne Kriegserklärung. Das scheint mir die eigentliche Herausforderung zu sein, auch unter dem Aspekt der Einhegung von militärischen Konflikten. Ja, ich will versuchen, der Reihe nach auf diese drei Punkte einzugehen. Die Auflösung der Trennung von innen und außen ist ein Prozess, der schon lange im Gange ist. Also schon in den 50er Jahren hat Morris Janowitz in seiner fundamentalen militärsoziologischen Studie von einer Konstabularisierung, wir würden sagen Verpolizeilichung des Krieges gesprochen.
Und diese Verpolizeilichung würde ich jetzt bringen in den Kontext des Verschwindens heroischer Gesellschaften, die in hohem Maße im Prinzip alle Angehörigen dieser Gesellschaften in Anspruch nehmen, für bestimmte Ziele und Interessen und Werte mit ihrem Leben einzutreten und die das auch gekonnt haben. Das ist im Prinzip irgendwo zwischen 1918 und 1945 verschwunden. Warum das so ist und wie das im Einzelnen ist, ist eine schwierige Frage, die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen diskutieren. Jedenfalls die westlichen Gesellschaften haben eine fundamentale Aversion dagegen entwickelt und haben aus ethischen Gründen genau diesen Prozess der Verpolizeilichung eingesetzt. Also der gesamte Kontext der Diskussion des gerechten Krieges, bellum justum, causa justa, bis hin zu intentio recta, ist im Prinzip eine Diskussion der Verpolizeilichung, bei der der Gedanke, das bellum justum ex utraque pachtet, auf dem der Staatenkrieg ruht, verschwunden ist. Von daher betten sich diese Systeme sozusagen als technologische Spätankömmlinge in eine politisch-gesellschaftliche Entwicklung ein, die vorläufig ist. Ja, damit verschwinden die Grenzen zwischen innen und außen. Aber das ist sozusagen nicht diesen Systemen geschuldet, sondern das hat begonnen bei dem Auftauchen von NGOs, die als sozusagen selbstständige, nicht territorialisierte Akteure plötzlich eine Rolle gespielt haben. Ich würde auch immer sagen, wenn mich einer fragt, definiere Al-Qaida allgemein, würde ich sagen, bewaffnete NGO. Ja. Am Anfang dieser Entwicklung, bitte? Eine Nichtregierungsorganisation. Also man kann natürlich unter NGO nur das verstehen, was man verstehen will und sagen, es ist sozusagen mein Pony und ich will das streicheln, aber das ist nicht die Art, in der ein Sozialwissenschaftler darüber nachzudenken hat. Es ist interessant, dass am Anfang der Durchsetzung des Systems der Staatlichkeit Philipp der Schöne von Frankreich eine NGO zerschlägt, nämlich den Templerorden. Ein System, das organisiert ist, um aus Westeuropa überall Endstellen zu haben, wo es Männer, Kapital und Waffen aufsammelt, um es an eine Front zu bringen, nämlich Palästina, wo die Kreuzritter entsprechend agiert haben. Nicht? Diese Geschichte kennen Sie vermutlich aus den üblichen Trivialgeschichten. Der schöne Philipp war geil auf das Gold der Templer und so halt wird das erzählt. Nein, nein, das war ein kluger Mann. Er hat sozusagen gewusst, dass eine Organisation, die in dieser Weise in der Lage ist, Loyalität zu generieren, fundamental konkurriert mit dem System der Staaten. Nun finden wir das ja ganz gut im Prinzip, dass die Staaten nicht mehr die alleinigen Loyalitätsbezieher sind. Und die Deutschen finden das vermutlich am allerbesten, ja, weil sie sozusagen ein sehr kritisches Verhältnis zu der Zeit haben, wo genau der Staat in dieser Rolle war. Insofern, denke ich, muss man dann auch bereit sein zu sagen, na gut, wir haben hier mit Entwicklungen zu tun, in denen diese klassischen Trennziehungen, die fundamental sind für die Ordnung des europäischen Rechts- und Staatensystems von mir aus 15. bis ins 20. Jahrhundert hinein, erodieren. Und diese Erosion hat weitreichende Folgen und sie führt im Prinzip dazu, dass die Gegenakteure eben keine Staaten mehr sind, ja, was ist der letzte Staatenkrieg, Russland gegen Georgien oder so etwas, ja, hat auch nur 2 Tage oder 3 Tage gedauert, ist etwas, was in dieser Weise, oder Georgien gegen Russland, was so gar nicht mehr stattfinden kann. Also kurzum, ich glaube, wir müssen die Entwicklung dieser Systeme in eine breite Entwicklung einstellen, um sie von daher zu verstehen. 2 ganz kleine Punkte noch. Ich bin mir nicht sicher, Herr Grichtlein, ob deutlich geworden ist, dass ich zwischen Heroic Societies und Heroic Communities unterschieden habe, weil deutsche Sozialwissenschaftler muss das einfach tun, im Anschluss an Ferdinand Tönnies, zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Nicht? Und sozusagen, es gibt keine heroischen Gesellschaften mehr, aber es gibt heroische Gemeinschaften, die ganz anders konstituiert sind und in sich ganz anders aufgebaut sind. Und, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod.
etwa. Ja. Was die Frage Hegel anbetrifft, würde ich sagen, ich habe Hegel versucht, auf der Folie des gegenwärtig dominierenden Kant zu diskutieren. Nicht? Die Kantianer haben die Vorstellung, wir kriegen Entwicklungen in den Griff, indem wir versuchen, ethische Prinzipien intellektuell zu verfeinern. Das ist das Credo eines anständigen Kantianers. Nicht? Und mit diesem Credo hat sich Hegel hier in Berlin auseinandergesetzt und zu zeigen versucht, dass das ein vergeblicher Kampf ist. Nun kann man sagen, das ist vielleicht spekulativ, nicht? Aber ich glaube, sozusagen, seit Hegels Tod sprechen die Beispiele, die man empirisch zusammentragen kann, eher für ihn als für Kant. Also sozusagen, es ist nicht der ganze Hegel, den ich Ihnen jetzt hier verkaufen wollte, sondern die Position, Gegenposition zu Kant. Letzte Bemerkung, Osama bin Laden, klar, das musste mit leichter Infanterie gemacht werden. Also sozusagen mit Truppen, die mit Hubschraubern abgesetzt werden wurden und die gewissermaßen diese Exekution gleichsam Auge in Auge durchgeführt haben. Es kam ja gar nicht darauf an, dass Bin Laden tot ist. Politisch war er ja eigentlich schon tot. Sondern es ging um den symbolischen Akt und der konnte eben nicht clandestin durch eine Maschine gemacht werden, sondern der musste sozusagen, um die Präsenz der USA zu zeigen, in dieser Form durchgeführt werden. Aber all die vielen Unterführer und nachrangigen Figuren, da muss man das Risiko der leichten Infanterie und des Anlandens mit Hubschraubern überhaupt nicht eingehen, denn das ist ein hohes Risiko und es bedarf sehr viel mehr Planung und vor allen Dingen sehr viel mehr Logistik. Gilt ja auch hier der Satz, die Laien reden von Strategie, die Experten reden über Logistik. Logistik ist der Schlüssel dieses Problems. Und deswegen kann man sich das einmal symbolisch leisten, aber den Rest macht die Maschine. Aber jetzt muss ich doch zurückfragen, was ist die Legitimation dieser Art von, sind wir doch bei Targeted Killings, Sie selbst sprechen von Exekution, also ein im Grunde, es geht es um Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren und es geht um Hinrichtung auf dem Territorium eines dritten Staates. Also was ist sagen die völkerrechtliche Legitimation für diese Art von Aktion? Jetzt an alle drei. Okay, I don't understand the war on terror to be a war at all. I think the problem should be... Ich erachte den Krieg gegen Terror nicht als Krieg. Also das Problem betrifft ja eher internationale Umsetzung des Rechts. Also Terroristen sollten als Verbrecher behandelt werden und man sollte die Strafverfolgung benutzen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ich glaube, es ist keine gute Analogie zu sagen, dass jemand, der mit einer terroristischen Vereinigung in Zusammenhang steht, ein Kämpfer sei und jederzeit getötet werden kann und überall auf der Welt. Das ist rechtlich falsch und es wäre auch ethisch falsch. Das war der erste Punkt, den ich dazu anbringen wollte. Wenn man Menschen individuell ins Ziel nimmt, ist das generell ganz gut. Und insbesondere bei den neuen Kriegen, die gekämpft und ausgefochten werden. Und noch ein Kommentar zu der postheroischen Gesellschaft und den Sondereinsatzkräften, die zum Einsatz kommen. Diese Sondereinsatzkräfte haben eine große Zukunft vor sich. Sie werden größer werden und häufiger zum Einsatz kommen und die Soldaten nicht einem Risiko auszusetzen. Darum geht es ja insbesondere bei Schattenkriegen, die wir ja heute ausfechten. Und Soldaten wird immer noch erwartet, dass sie ihr Leben riskieren. Und die Öffentlichkeit würde das nicht so sehr wahrnehmen, wenn sie es nicht wüsste. Also wenn man jetzt weiß, dass ein Sondereinsatz in 100 Ländern auf der Welt vonstatten geht, ist das etwas anderes. Normalerweise weiß das die Öffentlichkeit gar nicht. Und das alles findet statt im Rahmen von Einsätzen gegen den Terrorismus. Und da verlieren auch viele ihr Leben, denke ich, in diesen Einsätzen. Aber davon erfährt man gar nichts. Also das Heldentum, diese Anforderung des Heldentums wird bei der Kriegsführung immer noch weiter eine Rolle spielen. Herr Strattmann, ja, hier ist noch eine Ansicht zum Krieg. Und wenn irgendwelche Nicht-Pazifisten im Raum sind, dann
nehmen Sie das zur Kenntnis. Also die Nicht-Pazifisten glauben, dass wenn Krieg ausbricht, dass man dann rausgeht und alle Bösen von der anderen Seite tötet, vorausgesetzt, sie gehören zur Armee der anderen Seite. Der Feind, nämlich die Armee, die einem entgegensteht, und alle Soldaten, alle Mitglieder dieser Armee, sind also legitime Ziele. Also hat man das Recht, jeden Einzelnen zu exekutieren und hinzurichten. Und man muss da gar keine persönliche Verantwortung an den Tag legen. Und da können 18-Jährige drunter sein, die eigentlich nichts selbst wissen, die vielleicht Brainwashing unterzogen wurden von ihren Offizieren. Aber sie haben vielleicht auch gar keine kausale Rolle, sie in ein Risiko zu versetzen. Also die meisten Soldaten verursachen eigentlich auch gar nichts, aber man hat trotzdem das Recht, alle hinzurichten und zu exekutieren. Also das ist doch etwas Merkwürdiges. Und deshalb sind viele Pazifisten geworden, weil sie dachten, das sei eine verrückte Sache oder das ist völlig wahnsinnig. Andere sagen wiederum, ja, das ist halt so im Krieg, aber eine Antwort ist das auch nicht. Also das ist keine Zauberei. Man definiert das als Krieg und plötzlich werden alle diese Menschen legitime Ziele und die können einfach so getötet werden in einem fairen Spiel sozusagen. Also eine Möglichkeit, diese Massentötungen zu rechtfertigen, die dann rechtlich und moralisch legitim werden, wäre zu sagen, ja, weil sie ja zu einem Kollektiv gehören, das eine ungerechte Bedrohung für einen selbst darstellt, dass man dann eben das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, indem man die Bösen tötet. Und alle gehören dazu und tragen zu dieser kollektiven Bedrohung bei. Und deshalb darf man sie töten, obwohl ihre individuelle Verantwortung und ihre kausale Bedrohung vielleicht relativ gering ist. Was ist denn diese Bedrohung, die so schrecklich ist? Manchmal ist es nicht mehr als die Verletzung der Souveränität. Wenn zum Beispiel ein Nachbarland ins Territorium vordringt, weil sie einen Teil des Territoriums haben wollen, und das ist alles, da geht es noch nicht um Genozid. Und das Land, in das einmarschiert wurde, kann zu Waffen greifen und hat dann sozusagen die Legitimität, die Mitglieder der Gegenarmee zu töten. Also alle, die dieses Argument akzeptieren, das sind die Nicht-Pazifisten. Und die können das natürlich ganz leicht verstehen, dass bei viel schwerwiegenderen Bedrohungen, wenn zum Beispiel Flugzeuge in Gebäude in New York fliegen oder andere schwerwiegende Bedrohungen bestehen, wo Hunderttausende von Bürgern sterben, also bei wahren Bedrohungen nicht nur gewisse Leute bedroht werden, sondern auch die Wirtschaft bedroht wird und das Alltagsleben, dass man dann das Recht auf Selbstverteidigung hat gegen diejenigen, die diese Bedrohung ausüben. Und dann sagt man, ja gut, aber man muss dann zeigen, dass diejenigen, die man ins Visier nimmt, wirklich verantwortlich sind. Sonst ist das einfach nur Hinrichtung. Warum dann hier, wenn der Feind noch schlimmer ist? Also wenn man einen normalen Krieg ausficht, dann muss man keine persönliche Verantwortung unter Beweis stellen. Während wenn man gegen Al-Qaida kämpft oder die Hamas oder die Hezbollah, da muss man zeigen, dass jedes Zielobjekt oder jedes Ziel auch verantwortlich ist für Taten. Und man muss dann auch ein Gerichtsverfahren anstrengen. Das wäre doch lächerlich. Also nicht nur ist es so, dass die gezielte Tötung dann legitim ist, sondern aus moralischer Sicht scheint sie sogar besser moralisch vorzuziehen als das Töten in regulären Kriegen. Also da könnten viele sagen, naja, in dem Fall sind wir dann einfach Pazifisten, aber für die Nicht-Pazifisten würde das, was ich gerade aufgezeigt habe, anwendbar sein. Doch darum jedenfalls ist das eine wichtige Fragestellung, ob wir uns auf dem Weg in eine Entgrenzung von militärischen Auseinandersetzungen befinden, von Formen der Kriegführung, oder ob wir uns auf dem Weg in eine Begrenzung. Genau. Und dazu würde ich Sie gerne nochmal befragen.
Also ich fand diese Argumentation eben hinsichtlich der klassischen Heere der Staaten und das Individual Targeting eigentlich noch einmal eine in anderen Worten vorgenommene Präzisierung dessen, was ich als posthegelianische Umkehrung bezeichnet habe, nämlich sozusagen Begrenzung des Krieges, Begrenzung der Opfer. Man kann sich das ja nochmal vorstellen, ich schreibe zurzeit ein Buch über den Ersten Weltkrieg, deswegen sind meine Beispiele von daher. Am ersten Tag der Schlacht in der Somme, die Briten angegriffen, innerhalb von 2 Stunden hatten sie 30.000 Tote. Das hatte damit etwas zu tun, dass sie in einer bestimmten Weise angegriffen haben, aber es hatte auch damit was zu tun, dass die deutschen MG-Schützen im Prinzip ja gar kein Problem mit denen hatten, nicht? Die hatten so ihre Angewohnheiten, es gibt auch die berühmte Geschichte, dass sie einen Fußball ins Niemandsland geschossen haben und sind hinterhergerannt, also sozusagen sportslike diesen Angriff vorgetragen, etc. Sie haben sich gewissermaßen gegenseitig totgeschossen in der Allgemeinheit, die Hegel hier beschrieben hat. Das ist unter diesen veränderten Bedingungen nicht der Fall, sondern da wird relativ genau und lange geprüft, die Verantwortlichkeit, die Zuständigkeit. Natürlich gibt es Fehler, nicht? Die habe ich ja gesagt. Sie sagen, es gibt kognitive Defizite. Der Name vertauscht, vielleicht Gesichter falsch gescannt, was auch immer so passiert, nicht? Aber es ist im Prinzip eine dramatische Veränderung gegenüber dem prinzipiellen Abschießen von angreifenden Gegnern mit Hilfe von Schrapnells oder Maschinengewehren, weil ich gleichsam polizeiähnlich auf sie zugehe. Diesen und nur diesen und nach Möglichkeit keinen anderen. Die Frage der Legitimation, Herr Füchs, die Sie aufgeworfen haben, führt uns nochmal vor das Problem Kant. Nämlich, kann ich dieses Problem angehen, indem ich Krieg allgemein definiere? Das wäre Kants Sicht. Oder muss ich Krieg einbetten in die Historizität eines Geschehens? Dass es Kriege vor der Entstehung von Staaten gibt und Staatenkriege und Kriege nach der Zeit der Staaten und jedes dieser Systeme bildet gleichsam seine eigene Ethik mit seinen eigenen spezifischen Legitimationssystemen aus. Was aber dann auch heißt, dass es keinen Sinn macht, die Ethik des Rittertums auf die Ethik der Massenformationen Friedrichs II. Oder der Maria Theresia oder des zweiten Wilhelm anzuwenden. Sondern die haben ihre eigenen ethischen Systeme und die hatten sie ja durchaus. So dass es umgekehrt auch heißt, die Kriege der nachstaatlichen Zeit, also der postheroischen Gesellschaften, die diese Spezialistengemeinschaften aus sich herausgliedern, bei denen man nicht genau weiß, ist es Geheimdienst oder ist es Militär oder ist es Polizei, aber vermutlich ist es all das zusammen. Und sie arbeiten auch darum, im Geheimen führen Shadow Wars, weil sie nicht darauf angewiesen sind, öffentliche Ehre zu akkumulieren. Das ist ja das Interessante, nicht? Also sozusagen die Figuren, mit denen ich jetzt in meinem Ersten Weltkrieg zu tun habe, die sind alle ganz scharf darauf, EK2, EK1, Pour le Mérite und was auch immer zu bekommen. Ja? Die wollen keinen Schattenkrieg, sondern zeigen. Und das muss auch bestätigt werden bei den Jagdpflegern. Den hast du abgeschossen, prima, der, Name. Also sozusagen, die müssen im Geheimen bleiben. Sie können das Ganze nicht über Ehre und Anerkennung und auch noch dem offenen Tragen ihrer Uniform oder vielleicht dem Malen eines weißen Rings um das Rohr eines Panzers für einen abgeschossenen Gegner oder einen Balken am Leitwerk auch für einen abgeschossenen Gegner, sondern alles wird clandestin sein. Das heißt aber nicht, dass das ohne Ethik funktioniert. Die Ethik des Völkerrechtsoffiziers und des Feuerleitoffiziers in diesen Ständen, in denen Drohnen gesteuert werden, ist eine ganz andere. Es ist eine Ethik der Selbstkontrolle. Also sozusagen nicht gewissermaßen die Freude daran zu haben, jetzt mal loszuballern, sondern gleichsam Askese und Zurückhaltung. Das wird nicht einfach sein. Ja? Denn, aber setzt das nicht doch auch Kontroll- und Rechenschaftssysteme voraus? Natürlich. Also gerade den Schritt aus der Klandestinität
in parlamentarische Kontrolle, aber, in politische Deliberation. Aber Herr Füchs, vermutlich schon in parlamentarische Kontrolle, aber eher mit Geheimausschüssen. Also ein Bild bekommen wir ja da in der Frage, wie das in der Bundesrepublik und in den USA organisiert ist, was die Geheimdienste machen, wo sie zugreifen und welches Wissen sie abschöpfen und ob da ein parlamentarischer Ausschuss oder ein Gericht die Zustimmung erteilen muss und derlei mehr. Aber bitte, es soll nicht darüber geredet werden, denn sobald das in der Öffentlichkeit ist, ist das eine Information für einen ebenfalls clandestin agierenden Gegenpart, die er nicht haben soll. Ja, deswegen ist Snowden einfach ein Problem oder Manning, das sind Probleme. Ja. Das ist gewissermaßen auch ein Preis, der zu zahlen ist, weil man diese Kriege in dieser Weise nicht führen kann, ohne sie clandestin zu führen. Abgesehen davon, postheroische Gesellschaften wollen auch gar nicht wissen, was die machen. Jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, mal die Diskussion zu öffnen. Ich bin mir sicher, es gibt sehr viel Diskussionsbedarf. Es gab schon eine ganz frühe Meldung von Michael Kellner. Ich versuche einigermaßen fair vorzugehen. Da hinten bitte. Na gut. Ja. Du kommst als nächster dran, Michael. Dankeschön. Mein Name ist Johann Schmidt. Ich bin der sogenannte militärische Anteil am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Herr Füchs, ich würde ganz gerne beginnen mit Ihrem Einstieg zu Professor Münkler, den Sie aus meiner Sicht sehr treffend vorgestellt hatten, indem Sie sagten, der einzige Theoretiker des Krieges von Rang und Namen in Deutschland. Kann man natürlich sagen, das ist schön für Professor Münkler, das ist auch schön für uns hier, weil wir ihm zuhören dürfen, aber ist das nicht gewissermaßen ein Riesenproblem für Deutschland? Ist ein Professor Münkler ausreichend, um einer Nation einschließlich, sagen wir mal, ihrer politischen Führung, das Phänomen Krieg auch wissenschaftlich gestützt verständlich zu machen? Und deshalb würde ich gerne meine Frage an die beiden Professoren, Herrn Stratmann und Herr Krishnan, richten, um mal aus einer Perspektive USA einerseits, Israel andererseits, Sie zu fragen, wie sehen Sie denn die deutsche Expertise im Hinblick auf, sagen wir mal, Krieg, Strategie, Sicherheitspolitik und Militär allgemein? Ist das für Sie verständlich? Ist das für Sie ausreichend? Oder würden Sie sagen, die Deutschen verstehen das einfach nicht? Deshalb vermischen Sie gewissermaßen auch, wie wir es in der ganzen Diskussion heute getan haben, militärischen Einsatz mit geheimdienstlichem Einsatz. Also, dass eine bewaffnete Drohne natürlich militärisch eingesetzt werden kann, ist ja völlig klar. Aber ein Auto kann natürlich auch militärisch eingesetzt werden, aber deshalb wird es nicht automatisch zu einem militärischen Mittel. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass überall, wo Autos eingesetzt werden, Krieg geführt wird. Aber mit der Drohne kann man auch nicht spazieren fahren. Und das gilt natürlich auch für bewaffnete Drohnen. Das heißt, eine bewaffnete Drohne, die im geheimdienstlichen Einsatz eingesetzt ist, zur Liquidierung von Personen, was wir ja moralisch nicht für opportun erachten, ist das noch lange kein militärischer Einsatz. Aber dieser wird damit gewissermaßen verunglimpft, beziehungsweise gar nicht erst diskutiert. Deshalb also nochmal die Frage auch aus amerikanischer, israelischer Sicht. Verstehen Sie zum Beispiel die Äußerung von Herrn Nuripur, dass die Bundeswehr zum Beispiel keine bewaffneten Drohnen bräuchte? Vielen Dank. Wir sammeln ein bisschen. Jetzt nach hinten. Genau. Ja, mein Name ist Michael Kellner. Ich bin Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich hätte eine Anmerkung an Herrn Münkler noch mal eine Frage. Und zwar das Erste, was Sie gesagt haben, das klang ja sehr nach Heilsversprechen der Technologie, Drohne. Und jetzt hat man das in der Vergangenheit historisch schon öfter erlebt, dass neue technologische Errungenschaften im Militär damit einherging, dass behauptet wurde, damit würde Krieg ziviler oder nicht mehr führbar. Das hat man beim MG gesagt, das hat man bei der Luftwaffe gesagt, das hat man auch bei der Atombombe gesagt. Und das hat sich als Trugschluss erwiesen. Nun weiß man nicht, ob Sie da Recht behalten oder ob es sich als erneuten Trugschluss erweist, aber die empirische Evidenz, die man bisher hat, zeigt doch einmal, dass man doch eine sehr hohe Anzahl von Kollateralschäden hat, dass man, was man weiß, die Empirie ist ja nicht sonderlich konkret, weil es sehr viel im Geheimen absteht, aber das, was vorgelegt wurde, belegt das eben nicht. Und es führt dazu, dass Drohneneinsätze heute mittlerweile nicht mehr Guantanamo das Symbol für eine Rekrutierung von Al-Qaida ist, sondern die Drohnen. Und also sozusagen selber sozusagen backfired. Und der zweite Punkt, den ich Sie fragen wollte als Professor für politische Theorie. Sie haben angefangen, über die Gesellschaft in Athen zu sprechen, über die Hopliten, als Voraussetzung dafür, dass eine demokratische Gesellschaft sich entwickeln konnte.
interessant. Das kann man auch sozusagen fortführen am Ende des Mittelalters oder in der Neuzeit. Mit der Beginnung. Ist keine Frage. Nein, naja, die Frage kommt gleich. Die Entwicklung der Wehrpflicht und Frage von Demokratisierung ist auch eine Frage in der politischen Theorie. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, diese neuen technologischen Möglichkeiten erlauben es, dass sozusagen eine kleine Gruppe von Leuten militärische Gewalt kontrollieren könnte. Was heißt das für unsere Gesellschaft, wenn diese Technologie sich so weiterentwickelt? Das ist eine Frage an Sie als politischer Theoretiker, sozusagen vor dem Hintergrund der antiken Geschichte, die Sie selber aufgebracht haben. Vielen Dank. Ich nehme jetzt noch zwei Wortmeldungen aus dem Publikum und dann machen wir eine zweite Runde hier mit unseren Expertinnen, die sich schon gemeldet haben. Genau. Also, ich bin Juliane Katharina Rautenberg. Ich bin sehr traurig über den Syrien-Konflikt, das ist wohl jeder. Und hätte da einen Vorschlag, nur mal zum Nachdenken. Was ist denn, wenn die Weltgemeinschaft, die ja genug Geld und Mittel zur Verfügung hat, die Leute, die keinen Krieg führen wollen, evakuiert, und zwar alle. Und die anderen lassen sie einfach die Köpfe einschlagen da auf dem Gebiet. Geht doch, oder? Würde gehen. Okay, vielen Dank. Jetzt nach hinten im Saal, genau. Und dann machen wir eine kurze Antwort. Ja, nochmal Thomas Nees. Ich hätte nur eine kurze Frage an Herrn Stadtmann. Ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, wenn hier schon für mich etwas absonderlich in der Heinrich-Böll-Stiftung dem gezielten Töten das Wort geredet wird, so habe ich es verstanden. Hoffentlich habe ich es hier missverstanden. Dann sagen Sie mir vielleicht wenigstens oder geben Sie es mir mit auf den Weg, wer soll das Auswahlverfahren für die menschlichen Ziele festlegen? Gut. So, jetzt kurze Runde, Antwortrunde auf dem Podium. Wollen Sie beginnen, Herr Stadtmann? Would you like to start? Okay. Ja, ich nehme die in der Reihenfolge auf, in der die Fragen gestellt wurden. Ich war überrascht, dass jemand gesagt hat, dass die deutsche Armee gar keine Drohnen braucht. Also wenn Sie nicht beim Spiel mitspielen wollen, dann ist das gut, aber wenn Sie dabei sein möchten, dann ist das anders. Und dann ist es eine gute Idee, Drohnen zu haben. Wenn es in der Zukunft noch diese alten Kriege geben wird, ich glaube ja nicht, dass man die noch erleben wird, dann braucht man ja auch Drohnen. Und wenn man in einem Fantasieszenario erleben würde, dass Deutschland von Panzern angegriffen würde, dann wäre das schön, wenn Drohnen mit den Panzern kämpfen könnten und nicht Bodentruppen. Und wenn ein nichtstaatlicher Akteur sich gegen Deutschland stellt und Deutschland angreift, dann kann man diese Bedrohung gar nicht neutralisieren. Und ich glaube, da wären die Deutschen froh, wenn sie Drohnen hätten zur Unterstützung. Also glaube ich, ist das eine gute Idee. Ich weiß nun nicht, ob die deutschen Bürger genug wissen oder nicht. Ich kann Ihnen nur eine Anekdote mitgeben. Ich war im Winter mal einen Monat in Deutschland und ich habe an einem Panel in Dresden über den Einsatz von Drohnen teilgenommen, an einer Diskussion. Und nach Ende der Diskussionsrunde habe ich eine halbe Stunde mit ein paar deutschen Offizieren gesprochen, die da waren. Und sie haben sich beklagt über die Tatsache, dass alle anderen Podiumsteilnehmer keine Ahnung hätten über Kriegsführung. Und sie wären aber gerade erst aus Afghanistan zurückgekehrt und haben dann festgestellt, dass die Experten auf dem Panel mit der Realität gar nichts zu tun hatten. Aber ich weiß nicht, ob das die Wirklichkeit so abdeckt. Zum Kollateralschaden. Soweit ich weiß, und das zeigen die Daten über Israel, hat sich die Lage stark verbessert. Also das ist gar nicht zu vergleichen. Und in manchen Publikationen liest man, dass ein Zivilist getötet wird auf 20 oder 30 Terroristen, dass das Verhältnis ist. Und das kann man auch logisch erfassen, dass diese Waffen also viel präziser sind und man kann damit eben diesen Kollateralschaden beträchtlich zurückfahren. Und wenn man Erfahrung hat, also die Drohnenerfahrung in Israel und in den USA, erlaubt es zu sagen, dass die Angst vor Missbräuchen und Fehlverwendung dieser Instrumente verfrüht war. Sowohl in Israel und in den USA. Drohnen und andere Waffen zu benutzen, um gezielte Tötungen vorzunehmen. Ja, dazu muss mitunter der Präsident oder die Präsidentin das selbst absegnen. Und das ist viel anspruchsvoller im Genehmigungsprozess bei den Vorgesetzten, als einfach zehn, hunderte, tausende von Leuten in einem normalen Krieg zu töten.
wo man eben ein niedrigrangiger Offizier eine solche Entscheidung fällen kann. Und also wird dieser Drohneneinsatz sehr vorsichtig ausgeführt und der Kollateralschaden wird reduziert, erheblich. Was die gezielte Tötung betrifft und die gezielte Tötung, die hier angesprochen wird, also da müssten Sie die Organisatoren beschuldigen. Ich glaube, Sie sind kein Pazifist, denn wenn Sie, sonst wären Sie ja nicht hier. Also für Pazifisten ist es so, dass all diese Fragen, die wir hier diskutieren, naja, das ist so, dass wir darüber sprechen sollten, dass wir weder Drohnen benutzen sollten, noch irgendwelche anderen Waffen. Also Krieg ist einfach außer Frage oder ist völlig unvorstellbar. Aber prinzipiell kann man natürlich sagen, dass manche Kriegsführungsarten moralisch gerechtfertigt werden können, aber natürlich stellen diese neuen Technologien auch Probleme vor uns. Also ich frage zurück, Sie glauben, dass die gezielte Tötung etwas Schreckliches ist? Und da frage ich, wer genehmigt denn die Massen, oder wer mag diese Massentötungen bei normalen Kriegen? Antwort: niemand mag das. Niemand möchte das sehen. Die politischen Führer sagen der Armee, ja, sie können jetzt losgehen und gegen den Feind einschreiten. Und dann geben die Offiziere der Armee ihre Anweisungen weiter und die Soldaten gehen aufs Schlachtfeld und töten, wen auch immer sie dann vorfinden dort vor Ort. Manchmal schießt man mit der Artillerie und manchmal mit Heckenschützen oder mit anderen Waffen. Also die Soldaten werden gesehen und getötet, jeder Einzelne bei diesem Angriff. Who is entitled to decide? Wer hat das Recht zu entscheiden? Bitte eine kurze Antwort. Ja? Nun, ich weiß nicht, ob ich mich klar verständlich gemacht habe. Die Frage ist natürlich eine moralische. Sie wollen wahrscheinlich fragen, wer hat die moralische Autorität? Ich bin kein Anwalt. Ganz kurz den Rechtsaspekt bitte weglassen. Es geht nicht um diese rechtlichen Aspekte. Darüber möchte ich derzeit nichts sagen. Ich spreche über die moralische Perspektive. Es gibt vielleicht rechtliche Beschränkungen, ja, aber Sie sagen Folgendes, dass es in einem Land der Premierminister ist, der Präsident, der eine entsprechende Entscheidung trifft. Nein, ich denke, das ist nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, wer hat die moralische Autorität zu bestimmen, wer umgebracht wird? Und wenn das die Frage ist, dann frage ich Sie, wer hat die moralische Autorität, diese Befehle zu erteilen in einem regulären Krieg? Also wenn die Soldaten auf das Kampffeld gehen und Menschen auf der anderen Seite töten. Wer hat die Autorität, diese Befehle zu erlassen? Vermutlich wissen Sie gar nicht, wie schlau die Frage ist, die Sie gestellt haben. Who is entitled? Ja, das wollen wir nicht unterstellen. Denn sie formuliert den Preis, nicht? Ich würde sozusagen den Gegensatz etwas anders formulieren. Der einfache Soldat im Krieg brauchte diese Entscheidung nicht, weil jeder, der bewaffnet und uniformiert ihm entgegenkam, für ihn ein legitimes Ziel gewesen ist. Die Verwandlung sozusagen vom allgemeinen Feind in den konkreten Feind ist verbunden damit, dass einer entscheidet. Natürlich kann man sagen, wir wollen nicht, dass einer entscheidet, weil es furchtbar ist. Dann lässt man diese Feinde entweder gewähren oder aber man regrediert, wie ich das zu beschreiben versucht habe. Das heißt, diese Entwicklung gewissermaßen zu einer Begrenzung der Gewalt hat einen Preis und den Preis müssen die zahlen, die entscheiden. Sie haben sozusagen nicht mehr die entlastende Kraft des Maschinengewehrs oder der schweren Artillerie. Zweiter Punkt, Frau Rautenberg, das ist eine hübsche Idee, den Brecht umzukehren und nicht zu sagen, stell dir vor, es ist Kriegen, keiner geht hin, sondern stell dir vor, es Kriegen, alle gehen weg. Nicht? Das war Ihr Vorschlag. Ja, ja, gut. Aber wissen Sie, diese Akteure, über die wir jetzt sprechen und die wir im Auge haben, lassen Sie nicht weggehen, weil sie im Prinzip ein Element ihrer Kriegführung sind. Nämlich gewissermaßen die Deckung.
Das wäre ja genauso, wie wenn die ein Schild wegwerfen würden. Die brauchen Zivilbevölkerung, um in ihr unterzutauchen, um sie als logistische Basis zu benutzen, als Deckung, gegebenenfalls auch, um Bilder darüber zu produzieren von toten Kindern, toten Frauen, was auch immer. Das heißt, die werden sie nicht weglassen, sondern die werden sie in ihre Kampfhandlungen einbinden. Letzter Punkt. Ja, wenn die Gruppen immer kleiner werden und immer weniger in der Lage sind, mit ungeheuren Waffensystemen solche Effekte zu erzielen. Ja, diese Frage ist ja doch im Prinzip die Frage, vor der Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert steht und mit der sie sich herumschlagen muss. Und möglicherweise ist es genau die Frage, die dann die Antwort provoziert, dann müssen wir eben diese wenigen herausfinden, wie auch immer, also ein sehr komplizierter Prozess, verlässlich identifizieren und sie entweder festnehmen, wenn das möglich ist, weil wir auf unserem eigenen Territorium polizeilichen Zugriff haben, oder aber mit anderen Staaten so zusammenzuarbeiten, dass sie das tun, oder wenn dies nicht der Fall ist, eben mit diesen neuen Systemen sie ausschalten. Ja? Also sozusagen, die Frage, die Sie gestellt haben, dramatisiert das Problem dahingehend, dass man sagen muss, Gott sei Dank, die Drohne ist in bestimmten Fällen die Lösung. Vielen Dank, Herr Christian. Okay, concerning the first question. Ja, in Bezug auf die erste Frage, ob die Deutschen die Kriegsführung verstehen oder nicht, möchte ich sagen, dass es ein kulturelles Thema ist. Die deutsche Verfassung sagt, dass Deutschland Militär hat zur eigenen Verteidigung. Glücklicherweise waren wir noch nicht in einer Situation, wo wir uns selbst verteidigen mussten, zumindest für eine lange Zeit nicht. Die deutsche Öffentlichkeit fragt sich also, warum müssen wir uns an Konflikten weltweit beteiligen? Und welche Instrumente brauchen wir, um diese Rolle unserer Verteidigung des Landes zu erfüllen? Ob die Bundeswehr Drohnen braucht oder nicht? Nun, ich denke, es macht Sinn, bewaffnete Drohnen zu erwerben. Langfristig sehe ich aber keine gute Zukunft für diese bemannten Flugkörper. Ich denke, es ist effektiver, wirksamer, bewaffnete Drohnen zu haben, die bestimmte Rollen erfüllen. Eine dieser Rollen ist leider das gezielte Töten. Ich sage nicht, dass gezieltes Töten immer falsch ist. Ich sage, es kann falsch sein, wenn die falschen Leute angegriffen werden aus den falschen Gründen. Wir können nicht sicher sein, dass wir immer die Bösen töten. Wenn wir keine effektiven, demokratischen Überwachungsmechanismen haben, und diese Mechanismen gibt es weder im amerikanischen System noch hier, auch wenn einige Senatoren und Kongressabgeordnete sich hier auf diese entsprechenden Listen setzen und wenn es keine öffentliche Rechenschaftspflicht gibt, dann ist das ein großes Problem. In Bezug auf die Frage des Kollateralschadens. Ja, ich neige dazu zu sagen, dass der moderne Krieg oder die Art und Weise, wie moderne Kriege geführt werden, eine kleine Zahl von Todesopfern oder Toten noch mit sich bringen im Vergleich zu den Massenschlachtungen des Ersten oder Zweiten Weltkriegs. Und das muss uns fröhlich stimmen. Das ist auf jeden Fall Fortschritt, den wir erzielt haben. Aber das ist nicht sarkastisch, nein. Man muss also auch berücksichtigen, dass die Zahl der Menschen, die von Terroristen umgebracht werden, auch klein ist. Die Heritage Stiftung hat eine Studie veröffentlicht in Bezug auf die Todesopfer aus entsprechenden Terrorattacken. 5.400. Und das schließt den 11. September ein. Die Zahl von Menschen, die in ihrem Badezimmer sterben, ist höher. Die Menschen, die aus Versehen von der Polizei erschossen werden, ist höher. Das heißt, wir müssen hier die Verhältnismäßigkeit der Bedrohung berücksichtigen. Also, die Bedrohung ist nicht so groß. Ich sage nicht, dass andere Länder eine große Terrorbedrohung haben. Israel ist natürlich eine ganz andere Sache, Pakistan auch, Irak auch. Aber hier im Westen müssen wir berücksichtigen,
dass es fundamentalistische Milizleute in Pakistan gibt, die keine Bedrohung für uns sind und auch nicht im Jemen. Wenigstens nicht eine so große Bedrohung insgesamt. Dann was den Krieg in Syrien angeht. Ich denke, der Krieg in Syrien ist ein Stellvertreterkrieg. Es geht nicht um die internen Gründe und Ursachen. Assad wird gestützt von Iran und Russland und die USA und Israel versuchen, ihn zu stürzen. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Es geht nicht so sehr um die interne Situation als solches. Es gibt externe Interessen, die hier auf dem Spiel stehen. Und dann letzter Kommentar. Wer entscheidet, wer zu töten ist? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Und sie hat mit demokratischer Verantwortung zu tun. Rechenschaftspflicht und Haftung, die es nicht gibt. Es gibt eine große Debatte in den USA, ob der US-amerikanische Präsident die Autorität hat, die Tötung eines US-Amerikaners anzuordnen, möglicherweise auch auf US-amerikanischem Boden. Nach Jahren einer Tabuisierung dieser Frage hat Eric Holder letztendlich zugegeben, ja, er glaubt, dass im Prinzip es so ist, dass der Präsident die Autorität hat, einen amerikanischen Bürger, wenn nötig, auf amerikanischem Boden zu töten. Das finde ich sehr problematisch aus demokratischer Perspektive. Und das bringt uns zurück zu den Punkten, die Herr Münkler angesprochen hat in Bezug auf die Beziehung zwischen Waffentechnologie und Demokratie, dass das eine sehr positive Verbindung sein kann. Aber ich denke, das Gegenteil gilt für diese neuen Arten der Überwachungstechnologien, der neuen Technologien. Ich denke, Demokratie ist hier bedroht von neuen Technologien, nicht nur von Drohnen, sondern auch von direkten Feindeswaffen. Und wenn man die Leute, die man nicht mag, töten kann, ohne jemals zur Rechenschaftspflicht dafür gezogen zu werden, dann kann das nicht gut sein für die Demokratie. Eine Runde, es haben sich hier unsere Gäste gemeldet, und zwar also mindestens vier und dann noch die Dame in der zweiten Reihe. Und dann, please, start. No, all of you. Together? Zusammen? Wir können ja das Mikro teilen. Vielen Dank für ein wirklich sehr diverses Panel mit sehr interessanten Diskussionen. Armin, ich stimme dir wirklich vorwiegend zu. Das heißt, ich werde keine Frage stellen. Ich werde eher eine Frage an Professor Stadtmann stellen. Sie haben gesagt, dass in einem Krieg man alle hinrichten kann. Das haben Sie so formuliert. Das stimmt nicht ganz. Denn es gibt Menschen, die kämpfen müssen. Unter den Kämpfern gibt es entsprechende Soldaten. Aber Sie wollten einen dramatischen Effekt hier, denke ich, erzielen. Meine Frage richtet sich auf Ihre Idee der fehlenden Beweislast, wenn es um eine Tötung eines Al-Qaida-Mitglieds geht. Wenn jemand ein Flugzeug in das World Trade Center lenkt, nun, die sind natürlich alle tot, die das Flugzeug geflogen haben, dann ist das kein staatlicher Akteur. Wer sind diese Leute? Da waren Deutsche beteiligt, es waren amerikanische Staatsbürger, es waren Franzosen beteiligt, britische Staatsbürger. Das heißt, in einer normalen Kriegsführung ist es einfach, die entsprechenden Kämpfer zu identifizieren. Sie tragen Uniformen. Nicht in diesem Fall. Das sind normale Bürger, die sind normal angezogen, ganz schwer zu identifizieren. Wollen Sie also alle Menschen der Welt exekutieren? Ich bin Forscher von der Technischen Universität Dortmund. Wenn es so wäre, dass die alten Kriege nicht mehr stattfinden werden, wie ich mehrfach hier gehört habe, und gerade Sie, Herr Münkler, haben ja praktisch gesagt, wir sind eigentlich nur noch diese kleinen Kriege voraus, dann ist eigentlich nicht zu verstehen, warum man noch Flugzeugträger und Nuklearbomber und Panzerabwehrgeschütze und Kampfhubschrauber und alles sowas hat. Und wenn man die Zahlenverhältnisse nimmt, dann müsste man das eigentlich alles abschaffen und jedem Land vielleicht 500 Drohnen bewilligen. Und hätte das Problem gelöst. Ich sehe die große Gefahr darin, dass die Staaten sich weiterhin mit dem größten Teil ihrer Aufwendung und ihrer Soldaten und Streitkräfte vorbereiten auf den Eventualfall eines großen Kriegs, sagen wir zwischen China und USA. Das kann aber auch Indien, Pakistan und so weiter sein. Und wenn dann Drohnen als zusätzliches Werkzeug dazukommen,
Und haben wir ein anderes Szenario, nämlich zum Beispiel die Frage der Instabilität zwischen zwei Drohnen, die Drohnenflotten, die sich gegenseitig bedrohen und wo man nicht mehr drei Tage Zeit hat, um ein Haus zu beobachten, sondern wo man innerhalb von Sekunden oder Sekundenbruchteilen schießen oder zurückschießen muss. Vielen Dank. Danke. Wolfgang Richter, ich hatte mich bereits vorgestellt. Meine erste Frage geht an Herrn Münkler. Zunächst einmal muss ich sagen, ich kann vielen, was Sie über die Ethik der postheroischen Gesellschaft gesagt haben, durchaus folgen. Meine Frage ist ganz ähnlich wie die von Herrn Altmann. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass wir es in Zukunft nicht mehr mit Staatenkriegen zu tun haben, sondern im Wesentlichen mit der angeblich so neuen und modernen Erscheinung des asymmetrischen Krieges? Wenn ich das recht rekapituliere, dann hat uns der asymmetrische Krieg zumindest seit dem Zeitalter der Kolonialkriege begleitet. Er hat stattgefunden im Hinterland großer Fronten in den großen Kriegen. Er ist durchaus keine neue Erscheinung. Und gerade die USA haben einen großen Fundus an historischer Erfahrung im kleinen Krieg, im verdeckten Krieg unterhalb offizieller Kriegsschwellen. Sowohl in Staaten der Dritten Welt als auch in näherliegenden Gebieten. Ich will jetzt ins Detail gehen. Vor diesem Hintergrund fragt man sich natürlich, ähnlich wie Herr Altmann, wozu bereiten sich dann die Staaten mit Rüstungsspiralen vor, die vielleicht nicht mehr so sehr in Europa stattfinden, sondern eher in Ostasien, Südostasien, im Nahen Osten etc. Und auch in Europa sind doch die historischen Zeiträume nicht so lange zurück, dass wir wirkliche Kriege geführt haben. Sie haben jetzt den Georgienkrieg etwas runtergespielt. Es war ein 5-Tage-Krieg, der sehr klassisch geführt worden ist. Der Kosovo-Krieg ist auch noch nicht so furchtbar lange her. Der Irak-Krieg ist nicht so lange her. Und wir reden hier also in historisch zumindest gesehen sehr kleinen Zeiträumen. Ich bin mir da nicht so sicher. Möglicherweise müssen wir auch sagen, es entwickeln sich heroische und postheroische Gesellschaften nebeneinander, wie Sie es auch gesagt haben. Und ich meine hier nicht nur die bewaffneten NGOs. Ich meine auch das Verständnis und die Identität anderer Staaten außerhalb westlicher Gesellschaften. Das könnte ein Problem für Ihre Thesen verursachen. Das Zweite ist, wenn wir sagen, so kann man das deuten, gezieltes Töten hat etwas zu tun mit der Begrenzung früher unbegrenzter klassischer Kriege, was ich persönlich bezweifle, dann kann man das natürlich auch anders deuten und sagen, wenn man auf Individuen zielt, außerhalb eines klaren Rechtsrahmens, und wir haben da zwei Rechtsrahmen, nämlich den Menschenrechtspakt auf der einen Seite und das humanitäre Völkerrecht in nicht internationalen bewaffneten Konflikten beispielsweise, dann entgrenzt man auch die Staatenwelt und das Völkerrecht. Denn es könnte ja sein, dass andere Staaten auf die gleiche Idee kommen. China produziert Drohnen und schießt uigurische Widerstandskämpfer in den USA ab oder in Indien die tibetanischen und was auch immer. Und so könnte man das weiter durchdeklinieren. Was heißt das für das Völkerrecht am Ende? Und was bedeutet es, wenn man in Staaten agiert, die jetzt vielleicht noch schwach sind, die möglicherweise nicht zustimmen und wenn solche Staaten dann zurückschlagen? Also aus der Begrenzung, das ist meine These, auf Individuen könnte die Entgrenzung des Völkerrechts folgern mit schwerwiegenden Folgen für das Zusammenleben der Staaten. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren interessanten Beitrag. Mein Name ist Simone Görz, ich bin Beraterin für Frieden und Entwicklung. Ich muss sagen, ich habe bisher eher wahrgenommen, dass wir so eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Wir haben Erklärungen gehört, warum Kriegsführung so ist, wie sie jetzt ist. Sowohl aus sicherheitspolitischer Perspektive scheint das rational genauso richtig zu sein, wie wir gerade handeln und wie die Technologien, die da in Entwicklung sind, funktionieren. Als auch aus soziologischer Sicht haben wir eine Erklärung dafür gehört, warum wir so agieren, wie wir agieren. Aber was mir ein bisschen fehlt jetzt in der Diskussion, vor allen Dingen im Teil, der sich mit Ethik beschäftigt, ist, sind diese Entwicklungen wirklich auch wünschenswert? Was macht es mit uns und was macht es mit den anderen, die wir da targeten, in emotionaler sowohl als auch in rationaler Hinsicht? Okay, vielen Dank. Jetzt hier vorne noch eine letzte Frage. Genau. I'll try to be brief, though. Ich versuche mich kurz zu fassen. Als ich die Beschreibung dieser Konferenz las und ich habe den Podien hier wirklich zugehört, da gab es zwei große Fragen für mich. Erstens, wie sieht die Zukunft des Krieges aus, der Kriegsführung? Und wie passen die Deutschen und der deutsche Staat in dieses zukünftige Szenario? Das war meine Interpretation. Bis jetzt sprachen wir von gezielten Tötungen, von Drohnen, Automatisierung, moderner Kriegsführung und so weiter. Meine Frage an die Podiumsteilnehmer ist,
Was ist die Triebkraft? Was sind die Triebkräfte für die zukünftige Kriegsführung? Das deutsche Volk als Ganzes spielt welche Rolle? Welche Rolle sollte das deutsche Volk spielen? Ich möchte Sie ein bisschen provozieren. Es geht nicht um gezielte Tötungen, es geht nicht um Robotisierung, automatisiertes Töten. Es geht um die Tatsache, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben, in einer sich verändernden wirtschaftlichen Welt. Diese Informationen haben Auswirkungen natürlich auf alle sozialen Interaktionen und natürlich auch auf die Kriegsführung. Nun, einige der Fragen, die wir heute diskutieren, hat damit zu tun, wer weiß was über wen und was macht das? Das geht über die Grenzen der Länder hinaus, das geht über die unterschiedlichen Staaten hinaus. Was sehen Sie als Triebkräfte für diese zukünftige Kriegsführung und wie passt Deutschland in dieses Szenario? Das ist nochmal eine Runde hier auf dem Podium und sehen mal, wie lange uns die Luft noch reicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wollen Sie diesmal beginnen, Herr Krishnan? Nehmen Sie das Mikro. In Bezug auf den letzten Punkt, wie sehe ich die zukünftige Kriegsführung und welche Rolle spielt die deutsche Gesellschaft? Nun, was werden die Ziele für Kriege sein? Ein Hauptziel, das derzeit dominiert, ist der Kampf gegen nichtstaatliche Akteure, Al-Qaida und andere terroristische Gruppen weltweit. Hier gibt es ein Interesse daran, die Neuformierung und Umgestaltung der Weltordnung, einen Fuß in die Tür in anderen Ländern zu bekommen, Ressourcen einzusetzen gegen andere aufstrebende Mächte wie China insbesondere. Und das Hauptziel für Kriegsführung in der Zukunft wird geopolitisch bleiben. Aber die Art und Weise, wie diese Ziele erreicht werden, wird verdeckter sein. Es wird nicht mehr so offen vonstatten gehen. Es wird keine offenen Interventionen mehr geben wie in der Vergangenheit. Das wird sehr kostspielig. Das ist nicht mehr machbar, aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, man möchte das verdeckt machen. Cyberspace, ja, das wird natürlich eine Rolle dabei spielen. Aber ich glaube nicht, dass die Bedrohung eines Cyberkriegs wirklich ernsthaft da ist. Der wichtigste Aspekt der Cyberkriege ist die Cyberspionage, Subversion. Das ist eigentlich kein richtiger Krieg, aber das kann natürlich potenziell bedrohlich sein in der Zukunft. Das heißt, wie passt nun Deutschland in dieses Szenario? Deutschland hat keine wirklich globalen Interessen, wie zum Beispiel die USA. Unsere Interessen sind also sehr viel begrenzter. Aber wir sind trotzdem Teil der NATO. Deutschland muss also versuchen, sich in die NATO-Ziele einzufügen und eine relevante Rolle zu spielen. Was bedeutet, dass Deutschland auch verantwortlich im Bereich Militär und Sicherheit übernehmen muss. Ich glaube aber nicht, dass Deutschland die Fähigkeit hat oder ein Interesse daran hat, hier die Führungsrolle zu übernehmen. Das heißt, wir werden das tun, was die USA und andere NATO-Partner von uns verlangen, sozusagen. Herr Mückler, das waren ja ein paar sehr fundamentale Fragen nochmal an Ihre Adresse. Ich will trotzdem anfangen mit ein paar Bemerkungen zur deutschen Gesellschaft. Also im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion. Wir sind keine heroische Gesellschaft, aber wir haben natürlich schon Mechanismen, so etwas abzufedern. Diese Mechanismen heißen mürrische Indifferenz. Nicht? Sie haben ja selber darüber gesprochen, wie viel höher die Zahlen von Toten und Verletzten durch den individuellen Verkehr sind oder durch Infektionen oder was auch immer. Nehmen wir den Verkehr nicht. Wir wissen im Prinzip, dass wir ein hohes Risiko eingehen. Wir ertragen das in dem, was ich mürrische Indifferenz nenne. Es ist sozusagen die, wie in meiner hessischen Heimat man sagen würde, Wurstigkeit einer postheroischen Gesellschaft, mit der sie solche Herausforderungen auch durchaus bestehen kann. Und siehe da, je mehr solche Indifferenz sie aufbringt, desto schwächer sind die Angreifer. Nicht? Weil
Und das macht die Differenz zu anderen Formen der Bedrohung aus, weil der entscheidende Effekt, den sie erzielen, die Wellen der emotionalen Erregung sind, die dann in diesen Gesellschaften auftreten. Und deren Folgen sind oftmals sehr viel größer als die der unmittelbaren physischen Schäden. Eine andere Form ist, auf diese Vulnerabilität, Cyberwar wurde angesprochen, zu reagieren, indem man im Prinzip Reserven bildet. Reserven kosten Geld. Ja? Also in den Zeiten gewissermaßen von Lean Production alles auf den Punkt, werden Gesellschaften sozusagen gewinnen positionale Vorteile, produzieren billiger, aber sie werden verwundbarer. Sie werden in einer Weise abhängig von den Steuerungssystemen, dass man eigentlich sagen kann, es darf aber nichts schiefgehen. Und Gesellschaften, die so etwas haben, laden im Prinzip natürlich Akteure ein, genau da, wo nichts schiefgehen darf, es schiefgehen zu lassen. Das ist ja eigentlich klar, wenn sie es nicht täten, wären sie doof. Das heißt, man muss sich überlegen, auf die Realisierung welcher ökonomischen Vorteile man verzichtet, um nicht diese Vulnerabilität aufzubauen, die dann in ganz anderem Maße Erregungswellen in der Bevölkerung mit der Forderung, hart gegenzuschlagen und so weiter aufbaut. Das sind Formen der Vorsorge, von denen ich weiß, dass sie diskutiert werden und dass man daran arbeitet. Und die sind sehr differenziert. Die betreffen natürlich nicht nur Terroristen, die das bewusst tun, sondern das sind im Prinzip Bereiche, die können auch passieren, wenn die Meierwerft ein Schiff verlässt und dann müssen Kabel angehoben werden und dann bricht die halbe Stromversorgung zusammen, ne? Und so weiter. Aber die Fragen direkt an mich. Naja, also sagen, deswegen habe ich ja ausführlich und lange über Body Politic gesprochen. Die Generierung von Vulnerabilität in Relation zu Toleranz schafft im Prinzip relativ stabile Systeme. Im Nachhinein kann man sagen, naja, das war aber ganz schönes Spiel mit dem Feuer, was der Kalte Krieg gewesen ist. Aber es hat im Prinzip funktioniert. Es hatte knappe Augenblicke, ja, sehr knappe Augenblicke, aber es hat erstaunlich funktioniert. Das heißt, mein Vertrauen darauf, dass diese Form des Krieges verschwinden wird oder jedenfalls nicht in der Weise dominant ist, dass sie noch einmal die europäische Geschichte zumindest bestimmt, wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beruht auf der hohen Verletzlichkeit, insbesondere industrieller Gesellschaften. Die Kriegführungsfähigkeit von 1914 beruhte darauf, dass die in noch ganz anderem Maße agrarische Gesellschaften waren. Und agrarische Gesellschaften sind geringer verletzbar als industrielle Gesellschaften und so weiter und so weiter. Das kann man auch berechnen. Also sozusagen, natürlich kann man das nicht garantieren, dass das nicht aus dem Ruder geht, aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer und im Unterschied zu 1914 haben wir eine Fülle von Kommunikationssystemen, vertrauensbildenden Maßnahmen, OECD und so weiter, die versuchen sozusagen, das niedrig zu halten. Aber es bleibt natürlich ein Rest. Und das ist sozusagen das Problem von Feindschaft. Wenn wir uns Feindschaft prinzipiell wegdenken, dann müssen wir nicht so lange darüber nachdenken, was das heißt, asymmetrisch oder nicht asymmetrisch. Ich habe darüber mir viele Gedanken gemacht. Natürlich bin ich nicht so naiv zu glauben, Asymmetrie sei was ganz Neues. Nein, der Konflikt zwischen Sparta und Athen im 5. vorchristlichen Jahrhundert war ein zutiefst asymmetrischer Konflikt, weil Perikles sozusagen sagt, wir werden die Spartaner daran scheitern lassen, weil sie gewohnt sind, gegen Männer zu kämpfen, aber sie werden gegen Schiffe und Geld kämpfen. Ja? Das ist am Schluss nicht aufgegangen, diese Rechnung, aber es ist im Prinzip eine asymmetrische Strategie. Die Konfrontation von Seemächten und Landmächten ist asymmetrisch. Kurzum, entgegen der sprachlichen Suggestion, als Alpha Privativo mir sagt, sozusagen nicht symmetrisch, ja, ist eigentlich Symmetrie die Ausnahme in der Geschichte und Asymmetrie ist das, was zu erwarten ist. Es sind also immer Regime gewesen, die beide Seiten symmetriert haben mit einer Reihe von Benefits. Also bei den Rittern, den Gedanken der Ehre und die Akkumulation von Besitz und so weiter,
bei den Staaten, dass nur diejenigen, die solche Heere aufgestellt haben, innerhalb des Kreises der Großmächte bleiben und rausfallen und so weiter. Das sind also sehr komplexe Systeme. Und wenn ich sage, Asymmetrie ist die Bedrohung, dann ist es darum der Fall, weil die nicht in derselben Logik und nicht mit denselben Wertungssystemen ticken. Das heißt, wir haben es so schwer, in uns in sie hineinzudenken. Also, es waren ja herrliche Zeiten, wenn ich das ein bisschen ironisch sagen darf, als man gegenübergestellt hat, die roten Panzer und die blauen Panzer, die roten Kanonen und die blauen Kanonen und immer sagen konnten, naja, also da muss jetzt ein bisschen dazu und da kann ein bisschen weg und so weiter. Aber sozusagen, man kann ja nicht im Ernste Kampfdrohnen gegen Selbstmordattentäter in der Logik gewissermaßen dieser Statistiken von damals aufbauen, sondern es sind sozusagen dunkle und nicht durchschaubare und auch nicht antizipierbare Bedrohungen. Und sozusagen dieses Known Unknown ist die eigentliche Bedrohung von Sicherheitsarchitekturen. Vielen Dank. Professor Stadtmann. Ich wollte auch dramatisch sein. Also das ist natürlich dramatisch. Ich möchte dieses Drama noch einmal zum Ausdruck bringen. Und so eröffne ich auch normalerweise mein Seminar zur Ethik des Krieges. Also wenn man sich an nichts erinnert, dann erinnern Sie sich an diese Passage, die ist ja sehr verstörend. Im landesinternen Kontext gibt es starke Beeinschränkungen für die Anwendung von Gewalt. Und damit jemand das Recht hat, tödliche Gewalt gegenüber einem anderen anzuwenden, muss erst einmal Schwerwiegendes passieren. Und in vielen Ländern, in den meisten Ländern, gibt es keine Todesstrafe mehr, da wir glauben, dass das menschliche Leben heilig ist. Und wir haben diese hohen Konzepte über den Wert des individuellen Lebens und so weiter. Und dann, ganz plötzlich, erklärt ihr Land Krieg. Und dann plötzlich wird diese ganze moralische Landschaft umgewandelt und verändert sich, obwohl das am selben Tag noch vorher im eigenen Land immer noch diese starken Auflagen und Zwänge gab zur Gewaltausübung. Aber wenn das jetzt Menschen auf der anderen Seite betrifft, also nicht mehr intern, dann dürfen alle getötet werden oder fast alle. Und das ist tatsächlich unglaublich, wie das möglich sein kann. Und das ist auch die große Herausforderung der Moralphilosophie heute, wenn man über Krieg spricht. Wie konnte das jemals gerechtfertigt sein? Das ist noch einmal eine Achse, entlang der man denken kann. Ich habe jetzt nicht genug Zeit, um über die Probleme zu sprechen, aber das hat durchaus einen Reiz. Und der Reiz hat etwas mit dem Respekt gegenüber der Würde zu tun. Und das ist unser Ziel. Wenn man jemanden tötet, nur weil dieser jemand zum Feind gehört, dann verleugnet man die Tatsache, dass der Mensch auch ein Individuum ist, dass der Mensch nicht nur Teil eines Kollektivs ist, sondern ein Mensch mit einer Familie, mit einem Namen und so weiter. Und was passiert bei der Selbstverteidigung? Man kann sich selbst verteidigen durch Tötung nur gegen jemanden, der einen unmittelbar bedroht, und man kann sich nicht anders schützen als durch diese Selbstverteidigung. Also ist der Krieg ein kollektives Unterfangen der Selbstverteidigung. Es ist eine Gruppe von Leuten, die sich selbst verteidigt gegenüber einer anderen Gruppe von Menschen. Wenn das aber moralisch gerechtfertigt sein soll, dann ist es letztlich so, dass es auf Hypothesen beruhen muss der moralischen Verantwortlichkeit und der Einbindung der Menschen auf der anderen Seite, die man dann töten würde, damit die Menschen auf der anderen Seite nicht entmenschlicht werden. Da muss man annehmen, dass die Leute, die man tötet, also die Kämpfer auf Feindesseite, auch Verantwortung haben gegenüber der Bedrohung oder für die Bedrohung, die ihr Kollektiv stellt, und die sind dann moralisch verantwortlich dafür. Und wenn man diese Erklärung akzeptiert, und es ist natürlich schwer zu verstehen, wie diese Blanko-Erlaubnis zum Töten
gerechtfertigt sein kann. Aber wenn man diese Erklärung für sich akzeptiert, dann trifft dasselbe Argument auch zu für nichtstaatliches kollektives Tun. Und die Gründe, warum man die Al-Qaida-Terroristen tötet, ist, dass Al-Qaida als Gruppe eine schwerwiegende Bedrohung darstellt und die Leute, die man dann tötet, da hat man einen Grund zur Annahme, dass sie a. moralisch verantwortlich sind für ihre Beteiligung an dieser Bedrohung und b. auch kausal verantwortlich gemacht werden müssen für diese Bedrohung. Und das ist eine Frage der genauen Identifizierung. Aber da muss man vorsichtig sein. Aber eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu begreifen, ist zu sagen, da wir die anderen nicht identifizieren können, können wir sie nicht töten, es sei denn, man bringt sie vor Gericht. So kann man die Herausforderung angehen. Und eine andere Möglichkeit wäre, ja, prinzipiell ist es okay, die Bösen umzubringen, nämlich die Al-Qaida-Mitglieder. Und es ist noch mehr in Ordnung, sie zu töten als 18-jährige Soldaten. Und warum ist es mehr in Ordnung? Ja, weil die typischen Al-Qaida-Mitglieder älter sind, reifer, weil sie selbstständig der Al-Qaida beigetreten sind, im Gegensatz zu den 18-jährigen Soldaten. Und die Al-Qaida-Kämpfer sind also verantwortlich für ihr Tun und daher respektiert man ihre Autonomie, wenn man sie ins Ziel nimmt. Und vielleicht ist es schwieriger, sie zu identifizieren, aber nicht unmöglich. Wir haben gute Aufklärungsdienste und im Fall von Israel gibt es eine Menschenrechtsvereinigung, die heißt B'Tselem, die sehr aktiv war gegen die Besatzung und die sehr israelkritisch ist und auch gegen die gezielte Tötung von Israel ist. Aber sie haben gesagt, dass direkte Ziele, die Israel in den Blick genommen hat im Rahmen der Politik, dass das Terroristen seien. Und sie sagen, dass natürlich es keinen Prozess gibt und dass es auch Kollateralschaden gibt, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass die ins Visier genommenen Mitglieder Hamas-Mitglieder sind. Also sehe ich das Problem nicht als kritisch an. Wir machen jetzt mal an diesem Punkt für heute Abend Schluss. Ich würde gerne noch um Ihre Geduld bitten für zwei kleine Bemerkungen in eigener Sache. Das eine, es tut mir leid, dass der Herr, der vorhin diese Frage gestellt hat, wer entscheidet über Targeted Killings, gegangen ist. Ich will nochmal ausdrücklich sagen, was auch Teil unserer Kultur ist. Erstens fand ich die Frage mehr als berechtigt und zweitens gibt es sowieso keine dumme Fragen, nur dumme Antworten. Das zweite Bemerkung bezieht sich auf ein grundlegenderes Problem. Man spürt das ja im Grunde in dieser ganzen Debatte. Wir bewegen uns damit auf einem sehr unsicheren Terrain. Man könnte sagen, in der Sprache des Militärs sagen, auf vermintem Gelände. Und für uns ist das auch immer eine schwierige Gratwanderung, wie weit lassen wir uns ein auf solche Diskussionen, die nicht einfach pauschal sagen, wir lehnen das alles ab, wir sind sowieso gegen den Krieg, wir sind gegen Gewalt, wir lassen uns erst gar nicht auf diese Diskussion ein. Das ist eine legitime Position, aber diese Art von pazifistischer Unschuld habe ich und haben die Grünen schon seit langem verloren und ich würde sagen, aus guten Gründen. Das heißt, wir versuchen, uns mit einer Materie auseinanderzusetzen, die uns zunächst völlig fremd ist. Die meisten von uns waren Kriegsdienstverweigerer und wir kommen sagen, aus der Friedensbewegung, aus der Bewegung gegen Raketenrüstung und gegen sagen, Atomkrieg. Und jetzt diskutieren wir neue Entwicklungen in der militärischen Technologie und versuchen sie erstens zu verstehen, was spielt sich da eigentlich ab und wie verändert das künftige Kriegführung und wie verändert es die Option auch von Politik. Und wir versuchen, eine ethische und politische und völkerrechtliche Bewertung dieser Entwicklungen, um daraus eine klare politische Position
zu beziehen. Ich finde, das ist eine schwierige Gratwanderung, aber gleichzeitig finde ich es notwendig, dass wir ihr uns unterziehen, weil wir sonst vermutlich in eine Position geraten, nicht nur nicht urteilsfähig, sondern auch nicht wirklich politikfähig zu sein. Und über diese Dinge zu diskutieren, heißt noch lange nicht, mit ihnen einverstanden zu sein oder sie zu legitimieren, sondern es heißt zunächst mal, sich einen Standpunkt dazu zu bilden. Und das ist sagen die Absicht, die hinter dieser Konferenz steht. Und ich hoffe sehr, dass Sie, deshalb sind Sie ja vermutlich hier, sich mit uns auf diesen komplizierten Weg begeben. Vielen Dank dafür. Es gibt jetzt einen kleinen Empfang noch mit ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und morgen früh um 9 Uhr geht es weiter. Ich hoffe, Sie möglichst zahlreich dann wieder zu sehen. Danke an unsere Übersetzerinnen und danke an das Podium.